Hallo Girls, hi. Heute werden wir uns anschauen, wie man ein WordPress-Theme auswählt und wie man das dann im nächsten Schritt halt kauft. Lasst euch bitte von all diesen Namen und englischen Termini nicht abschrecken. Wir werden versuchen, halt so gut wie möglich die ganzen Sachen auch zu erklären. Und dann legen wir gleich los mit WordPress-Theme. Was ist eigentlich ein WordPress-Theme? Wir denken, die einfachste Weise, das zu verstehen, das ist eine Ansammlung an Dateien, wo verschiedene Anleitungen zusammengefasst sind, wie zum Beispiel, was für Schriftgrößen, was für Schriftarten, Farben, Bilder und so weiter auf der Webseite enthalten sind. Im Grunde ist es eine Designvorlage, die du kaufen kannst und für deine Bedürfnisse anpassen kannst. Genau. Es gibt im Prinzip zwei Arten von WordPress-Vorlagen, die kostenlosen und die Premium-Versionen. Für die kostenlosen Vorlagen ist, denken wir, WordPress.org wahrscheinlich die beste Beste Basis. Adresse. Genau. Einfach auf WordPress.org im Bereich Themes. Und da kann man schon sehen, es gibt über 3000 Themes zur Auswahl. Ja, schauen wir uns einfach an, wie so eine Vorlage ausschaut und wie man schauen kann, wie das auf dem eigenen Blog aussehen wird. Einfach draufklicken. Da gibt es eine kleine Beschreibung, was diese Vorlage überhaupt ist und was das machen kann. Da gibt es die Bewertungen, die sind nämlich sehr wichtig. Da kann man schauen, was andere User über diese Vorlage denken. Und ganz wichtig, das Preview. So wird es einfach ausschauen. Genau, also man kann es dann natürlich anpassen. Das heißt nicht, dass es genau so mit diesen Schriften, mit diesen Farben aussehen muss. Das kann man natürlich abändern, aber so das Grundgerüst wird wahrscheinlich ähnlich ausschauen. Genau. Wir sind eigentlich kein großer Fan von Gratis-Themes. Und es gibt auch ein paar Gründe, warum. Gratis-Themes haben nicht so zuverlässige Codes und Dateien wie die Premium-Themes. Es gibt keinen, also zumindest nicht so einen guten Support. Wir haben öfters Probleme gehabt mit unseren Vorlagen. Wir waren in ziemlich großen Stresssituationen und es war eigentlich ganz easy, den Leuten zu schreiben, die die Vorlagen gemacht haben und sie haben sich innerhalb von 1, 2 Tagen auch zurückgemeldet. Genau. Und was noch wichtig ist, wir haben bemerkt, dass kostenpflichtige Themes öfters besser ausschauen. Was vor allem, finde ich, der größte Unterschied ist, dass bei den kostenpflichtigen Themes sehr oft das Design ganz leicht anzupassen ist. Also man muss einfach nur die Farben angeben, die Schrift, die man benutzen will, während bei den kostenlosen Themes man eigentlich schon ein bisschen mehr im Bereich Programmierung wissen muss, weil man muss das Ganze als Code eingeben und das ist teilweise wirklich schwierig. Genau. So, wo kann man eben diese kostenpflichtigen Themes kaufen? Es gibt eigentlich sehr viele Websites dazu. Wir arbeiten eigentlich sehr gut mit themeforest.net. Wir werden aber nichtsdestotrotz mehrere Plattformen in der Description unten eingeben, hinzufügen und dort könnt ihr euch einfach verschiedene Vorlagen anschauen. Und auch vom Preis her, die kosten halt nicht sehr viel. Meistens ist es eine einmalige Gebühr zwischen 30 und 60 Dollars. Also, ja, es zahlt sich definitiv aus. Ja, und wie man das schauen, da sehen kann, auf ThemeForest gibt es einen Unterpunkt, das heißt WordPress. Einfach draufklicken. Und da bekommt man schon die ersten Vorschläge. Auf der linken Seite kann man aus unterschiedlichen Kategorien auswählen, je nachdem, in welcher Branche man sich befindet und man eine Webseite aufbauen möchte. Dann gibt es unterschiedliche Tags. Ja, genau. Genau. So.
Die Frage ist jetzt natürlich, wie findet man aus diesen 5000 Themes genau das Passende für seine Webpage? Wir haben ein paar Punkte aufgezählt, die euch dabei helfen können, euer Lieblingstheme zu finden. Und der erste Punkt wäre, dass ihr euch genau überlegt, wie die Struktur von eurer Seite ausschauen soll. Das heißt, wollt ihr einen Blog haben? Wollt ihr einen Online-Shop drinnen haben? Wollt ihr ein bestimmtes Portfolio zeigen? Wollt ihr möglichst viele Informationen auf der Startseite haben, so ähnlich wie bei einem Magazin? Ja, das sind so die Hauptfragen, die ihr euch stellen solltet. Und nach diesem Kriterium solltet ihr eure Homepage oder euer Theme suchen und eure Homepage entsprechend gestalten. Und je mehr man sich von der Struktur ausgedacht hat, desto einfacher wird es dann sein, weil man muss nicht mehr viele Änderungen im Nachhinein machen. Also es ist ganz wichtig bei einem Team, also wenn man ein gutes Team auswählt, hat man dann weniger Arbeit im Nachhinein. Punkt Nummer zwei ist eigentlich eine Frage, wie möchte man eigentlich rüberkommen? Wir haben zwei Beispielvorlagen ausgewählt, und zwar eine eher modernere Vorlage. Das werden wir euch einfach so direkt zeigen. Das ist die klassische. Oh, das ist halt die klassische. Und zwar, da gibt es halt mehrere Punkte. Es ist eher strukturiert. Alles ist in sozusagen Kästen eingebaut und so weiter. Oder man hat auch die Möglichkeit, eine eher modernere Website, für eine eher modernere Website auszuwählen. Hier seht ihr einfach, dass es sehr einfach ist zu scrollen. Also ihr habt alles eigentlich auf der Startseite. Es bewegen sich Sachen, es poppen Sachen auf, es schaut einfach ganz allgemein vom Bild her, natürlich auch von den Farben, aber davon lasst sich nicht zu so sehr einschränken. Eher frisch aus, eher modern, ja, einfach innovativer als so eine Übersichtsseite wie die vorige. Keines von den beiden Möglichkeiten ist richtig oder falsch. Man muss sich aber nur bewusst sein, wie man rüberkommen möchte. Und das Design von der eigenen Webseite sollte eigentlich im Einklang sein mit den Werten und mit dem Image, das man kommunizieren möchte. So, der dritte Punkt bei der Auswahl einer Vorlage ist, wie flexibel ist die Webseite. Wir nehmen dieses Theme als Beispiel und da kann man beim Blog sehen, man hat mehrere Optionen, wie die Postings ausschauen sollen. Also entweder gibt's eine Kolonne auf der rechten Seite oder auf der linken Seite und das kann man eigentlich sehr einfach einstellen. Dasselbe gilt eben auch für Portfolio und im Prinzip für alle Unterpunkte, die es auf dieser Seite gibt. Das macht natürlich dieses Theme im Vergleich zu anderen eigentlich sehr einfach zu ändern. Und ein zweiter sehr wichtiger Punkt bei der Flexibilität einer Seite ist, ob diese Seite responsive ist. Was bedeutet nun responsive? Es ist sehr wichtig, dass Seiten schön ausschauen und lesbar sind auf mehreren Geräten. Und zwar nicht nur am Desktop, sondern auch auf unterschiedlichen Tablets, Smartphones und so weiter. Und wie kann man das überprüfen? Man sieht sozusagen einfach an einem Rand der Webseite und man schiebt es zusammen. Und wenn sich die Kolonnen ändern, sodass es weiterhin leicht lesbar ist und man nicht hin und her quasi scrollen muss, um das Ganze lesen zu können, dann ist die Seite responsive. Also die einfachere Version davon ist einfach auf die Beschreibung der Website zu gehen. Und da gibt es eben einen Punkt, der ist da, Layout, und da kann man schon sehen, es ist responsive. Genau. Okay.
Der vierte wichtige Punkt ist, was für einen Support bekommt sie für diese Seite. Das heißt, wenn etwas nicht funktioniert, an wen könnt ihr euch wenden? Und wenn ihr wisst, an wen ihr euch wenden müsst, antwortet diese Person auch und hilft euch bei euren Fragen. Da könnt ihr ganz einfach bei den Comments nachschauen. Also ihr seht, hier wurde schon sehr viel im Forum diskutiert. Und du siehst, die Person bemüht sich zumindest, die Fragen zu beantworten. Und du siehst, es hat viele Fragen gegeben und es gibt auf jede Frage eine Antwort. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, der Erfinder dieses Themes ist bemüht, den Kunden bei Fragen zu helfen. Ein weiterer guter Punkt, um zu schauen, ob ein Theme gut ist, ist das Thema Documentation. Das heißt, kann ich eine Anleitung bekommen, wie ich meine Homepage oder wie ich diese Vorlage für meine Zwecke gestalten kann? Und wie ihr zum Beispiel bei diesem Theme seht, bei Documentation steht well documented. Das heißt, es gibt eine sehr gute Anleitung, wie die Vorlage funktioniert. Und ihr könnt euch auch die Rezensionen anschauen für die Seite. Die sieht man jetzt, glaube ich, hier bei, also die wird bewertet von den Kunden. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Quelle, um mal zu schauen, okay, was für Probleme sind aufgetaucht bei den Kunden. Wie haben die Seite bewertet? So, und der letzte Punkt ist eigentlich eine Vorgehensweise. Was wir euch empfehlen können, was wir auch gemacht haben, ist, schaut euch mehrere Teams an aus unterschiedlichen Kategorien. Ja, analysiert sie, schaut euch alles ganz genau durch und trifft eine engere Auswahl von 5, 6, 7 Teams. Es sollten eigentlich nicht mehr als das sein. Schlaft 2, 3 Nächte darüber und trifft erst dann die endgültige Wahl. Wenn man ganz schnell, also auf die Schnelle halt ein Team kauft, kann es schon sein, dass es ein paar Tage später nicht mehr wirklich das ideale Team ist. Genau. So, und im weiteren Schritt werden wir jetzt unser eigenes Team kaufen für unser Blog. Genau, also wir sind genauso vorgegangen. Wir haben mehrere Themes in die engere Auswahl genommen, haben auch darüber geschlafen und haben uns entschieden und wir wollen eben heute dieses Theme kaufen und zeigen euch, wie der Kaufprozess funktioniert.